Bei Treiberproblemen in Windows 10 geht ohne den Device Manager oder den Gerätemanager gar nichts mehr. Die Windows-Suche ist immer verwirrender geworden in letzter Zeit. Sachen werden gar nicht mehr gefunden oder man bekommt irgendwelche wirren Webergebnisse präsentiert, also diese Cortana-Suche in der Taskbar. Deshalb jetzt hier drei Methoden, den Gerätemanager trotzdem auszuführen. Die erste und wahrscheinlich schnellste Methode ist, einen Rechtsklick auf das Windows-Logo in der Taskbar zu machen und da bekommt man schon Device Manager direkt angeboten zur Auswahl. Einfach draufklicken, dann öffnet er sich. Die zweite Methode ist, den Namen des Programms, nämlich also den Device Manager, direkt einzugeben in dem Ausführenfenster unten. Ihr entschuldigt, wenn ich jetzt den nicht ausspreche, ihr findet den dann in der Videobeschreibung. Also einfach Windows und R drücken, unten den Namen eingeben, mit Enter bestätigen und dann öffnet er sich. Die dritte Methode ist, doch mal die Suche zu benutzen. Was man immer findet, ist dieser PC und da dann einfach auf Eigenschaften gehen. Wenn die sich öffnen, wiederum kann man den Gerätemanager auswählen. Es gibt noch unzählige andere Methoden, den Gerätemanager zu öffnen. Wenn ich irgendwie eine gute vergessen habe, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare.